So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. So, diesmal wieder Arena, da wir uns letztes Mal das Geld schön erspielt haben mit zwei Siegen hintereinander. Und mal gucken, wen wir diesmal als Held haben. Ja, letztes Mal, ach, nehmen wir diesmal den Jäger wahr. Hat letztes Mal so gut mit dem Hexmeister geklappt, aber jetzt immer nur den zu wählen, wäre irgendwie ein bisschen. Nehmen wir hier nochmal lieber einen neuen, den wir noch gar nicht gesehen haben, zumindest in der Arena. Zerstört die Waffe eures Gegners. Zieht ihre Haltbarkeit entsprechend. Boah. Das gefällt mir irgendwie schon. Ach komm. Kers. Nahverschuss, das ist schon mal eine super Karte. Pferdlesen schaut. Nee, das ist zwar irgendwie eine relativ gute Karte, aber Karten jetzt auch noch zu loszuwerden ist jetzt nicht so mein Ding. Ehrlich? Ja, die ist super. Was? Leroy Jenkins? Okay. Nee, nehmen wir Illidan. Illidan auf seiner Seite zu haben, kann nur super sein. Mal des Jägers klingt auch super. Ja. Ja. Schlachtzugleiter, der ist nie verkehrt. Paar Wildtiere sollten wir auch mitnehmen. Verstohlenheit. Uha. Ja, komm, den Abenteurer kann man mal mitnehmen. Zerstört die Waffe eures Gegners. Ja, ich fand jetzt die anderen nicht gerade so wunderbar. Deswegen haben wir mal lieber den genommen. Die ist auch sehr, sehr gut. Verrückter Bomber. Verrückter Monk. Ja, komm. Die ist eigentlich ganz nice. Badum, badum, badum. Na, so eine schöne Karten, ich kann mich hier entscheiden. Stellt drei Leben wieder her oder lieber Spott. Ich glaube, ich habe bisher nur eine Spottkarte. Aber die ist auch ziemlich geil, ich nehme die. Angriff! Herr der Arena, wir brauchen unbedingt noch ein paar Spottkarten. Sonst, oh ja. Obwohl der Terrorwolf auch ziemlich nice ist. Aber ist jetzt live. Den Moorkrabbler, den können wir auch gut gebrauchen. Naja, lieber den Dunkeleisenzwerg, der hat mir schon mal aus einer richtig guten Situation herausgeholfen. Ah, die sind beide ziemlich geil. Aber ich nehme mal lieber den Tierbegleiter. Explosivschuss fügt einem Diener 5 Schaden zu und benachbarten Dienern 2. Oh, die sind beide ziemlich geil, muss ich mal sagen. Alarmwut. Oh, die sind alle ziemlich geil. Verdammt. Scheiße, ich kann mich nicht entscheiden. Oh! Ich nehme mal lieber den Sonnenschirmbeschützerin. Die ist ziemlich gut, aber ach man ey, ich bin dürr. Ich kann schon wieder heulen hier, weil die Karten waren beide richtig geil. Ja, noch mehr Verstohlenheitskarten. Kann man immer gebrauchen. Irwisch. Ich hab so wenig Wildtiere, war. Das ist ja voll das Wildtierdeck. Aber naja. So ist es. Komm, nehmen wir die hier. Gottes Schild. Ja, Gottes Schild ist immer super. Ja, irgendwie, naja. Vernichtet einen zufällig feindlichen Diener. Nehmen wir
Nehmen wir lieber die Hundemeisterin. So, hier haben wir noch Spottvieh, sehr schön, das gefällt mir. Ruf zwei Hyänen herbei. Ah, wir nehmen mal den... Den da, was Fass? Nehmen wir... Ach, Fass, das ist immer super. Todesschwing vernichtet alle... Nee. Okay, alles klar. Kommt, verwandelt euch. Ja, komm, jetzt kann man einen Hogger mit drin nehmen. Hogger, wie man ihn nennen will. So, dann probieren wir gleich mal so ein komisches Deck hier aus, was wir uns zusammengestellt haben. Irgendwie, sehr durchwachsen, würde ich mal sagen. Aber auch ein ziemlich paar geile Karten dabei. Mal gucken, was wir jetzt hier so für ein Shit zusammengestellt haben. Und auf jeden Fall jetzt hier gleich mal treffen am Anfang. Hoffentlich nicht gleich jemand, der uns die Karten gleich schon die Hose auszieht. Können wir aber hier gewinnen. Nach der Pleite mit dem Hexenmeister letztes Mal. Wo ich so ein scheiß Deck zusammengestellt habe und scheiße gespielt habe und Pech hatte. Also, hoffe ich, dass es so war. Na hier. So, Jäger gegen Schurke. Das ist Schiet. Nee, Schurke ist eigentlich ganz okay. Kann mir was Schlimmeres vorstellen. Einsatzbereit! Ja, bä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 
Na, greifst du mich an oder mein Diener? Gut, das gefällt mir mehr. Fass. Dann sind wir ihn jetzt los und können erstmal auf ihn einknüppeln. Gucken, was er macht. 6 Mana, Wutanfall, ja, okay. Den können wir gleich weghauen. Oh shit. Naja. Dann halt nicht weghauen. Muss ich halt warten, bis ich jetzt noch eine gute Karte bekomme. Um den wegzuhauen oder... Ach so, ich könnte auch Dings rufen. Ja, holen wir ihn. Dann warten wir mal bis nächste Runde und dann können wir mal ein bisschen auf dich einknüppeln. Die Tore sind geöffnet. Ah, das ist nicht so schön. Ist das, geht das als Wildtier? Nein. Das ist auch kein... Na okay. Das gefällt mir jetzt zuweilen nicht. Oh, nehmen wir mal ein paar Diener raus. Ich kümmere mich drum. Und hauen ihn weg. Ja. Es war nicht so schön, dass er jetzt stirbt, aber egal. Nächste Runde ist er dann dafür weg. Weil sonst macht er mir zu viel Schaden hier. Ja, der knüppelt hier nämlich nur auf mich ein und das gefällt mir nicht. Oh, das ist doch super. Bin ich schon mal deine Dings los? Sehr schön, das gefällt mir sehr, sehr doll. So, jetzt kann ich dich loswerden und noch ein bisschen Schaden machen. Oh, und dann hat er nächste Runde oder in den nächsten zwei Runden ein Problem, weil ich dann ihn rufen werde und ihn mit Spott ausstatte. Sofern das, also sofern er in den nächsten zwei Runden mich jetzt hier nicht killt, sonst habe ich ein Problem. Ja, scheiße. Na, ist egal. Wird schon. Das wird schon. So, dann sind wir dich weg. Sind wir dich weg? Was ist das für ein Deutsch? Ah. Kann man Kind erzählen hier. Ja, Bub. Und nächste Runde bist du Geschichte. Hoffentlich. Entweder du oder ich, mein Kleiner. Kommt jetzt mal wieder drauf an, was du auf der Hand hast. Weil wenn du noch irgendwas hast, um mir direkt Schaden zu machen, dann gefällt mir das wahrlich nicht. Bringt Diener zum Schweigen. Ja, dann kommt halt kein Vieh. Aber das stört mich nicht mehr wirklich. Weil gleich hat das Ding Spott. Und ich kann genug, vielleicht genug Schaden machen. So, erstmal zerstören wir nochmal deine Waffe. Blub. Dann holen wir jetzt hier Spott raus. Und 9. Ach verdammt, 11. Ich kann den sogar diese Runde... Nein, kann ich nicht. 11, 13. Ich bräuchte dann nochmal 2 Mana. Verdammt. Schade. Dann machen wir erstmal... So, und knüppeln ihr ins Gesicht. Bam! Nächste Runde bis Geschichte. Ja, schön, hat er doch ein bisschen so geklappt, obwohl es sehr, sehr knapp war hier. Aber naja. Klinge der Assassine. Ich bin bereit, aber ich nicht. Gut gespielt.
Ja, du kannst den kaputt machen, aber du kommst nicht durch. Oder du kannst doch nicht zweimal angreifen, oder? Ah, selbst wenn, ja, er hat sich halt gerade selber gekillt. Sehr schön! Perfekt! Perfekte Mundo! Das gefällt mir. Das ist ein schöner Einstieg mit dem Jäger. Obwohl es noch knapper war als von mir gehofft. Aber egal. Spannende Kämpfe sind super. Fährte lesen. Was? Achso, das, was ich vorhin abgelehnt habe beim Deckaufbau. Sehr schön. So. Aber ich würde sagen, das war's mal wieder für Hearthstone. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen. Und dann hoffentlich wieder mit Siegen bei Arena. Ich würde sagen, haut da raus. Bis dann. Tschüss.